Und moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Bus. Diesmal heute werde ich ein bisschen dazu reden. Wir werden die Route 120 fahren und ja, das Video wird halt nicht geschnitten. Also wenn ich hier einen Fehler erzähle oder so, dann passiert, jeder Mensch macht einen Fehler. So, wir starten erstmal die Kiste. Lassen dann die Fahrgäste gern rein. Und erstmal melden wir uns hier an, 120. Ja. Wie ich schon gesagt habe, wir fahren die Route 120. Und ja, machen Klimaanlage an, dass die Leute auch hier ein bisschen so warme Luft haben. Bremse lösen. Die Lichter für die Türen, wenn die Türen auf sind. Dann können wir die Tür 1 öffnen. So. Das können wir dann so machen. Und mal gucken, sind wir noch ein paar. Los. Ja, ich spiele halt The Bus auf Keyboard, also Tastatur und Maus. Und demnächst kommt auch vielleicht mein Lenkrad, was ich dann mir besorge. Und ja, ich habe davor immer bei The Bus halt nicht geredet, weil ich nicht wusste, wie es gut ankommt bei euch. Wenn ich jetzt hier rede, werde ich mal schauen, ob es gut ankommt. Wenn nicht, dann lasse ich das lieber wieder und dann mache ich wieder normal. Und wenn es gut ankommt, dann mache ich weiter so. Es wird manchmal so jede Woche mal ein The Bus Video rauskommen, wenn ich Zeit habe dafür. Weil die Schule ist mir halt ein bisschen wichtiger als jetzt zu zocken. Und ja. Ich habe jetzt zuletzt auch ein bisschen meinen Kanal abzudaten mit Bild. Ich habe jetzt meinen YouTube-Banner oder wie man es auch nennt, bisschen verändert auf neue Weise. Ich habe jetzt da halt Honky einfach nur drin. Sieht besser aus. Ich muss es halt noch ein bisschen schöner machen. Und ja. Nee, und was soll ich noch erzählen? Mein Podcast läuft auch gerade noch gut. Ich habe jetzt gerade noch keinen Podcast mehr aufgenommen, muss ich mal wieder. Ja. Und was soll man halt noch erzählen? Ja. Ja, YouTube hat sich auch bei mir richtig verändert, weil 109 Abonnenten habe ich jetzt. Finde ich richtig krass. Nochmal Dankeschön an alle. Ich werde weiter mit Technik und Windows machen. Und so was sonst. Das ist halt mein Hobby. Und das kann ich, sag ich mal ehrlicherweise, nicht leben. Und ja. Ich habe eine Frage, es gibt so viele Leute, die jetzt sagen, ich hasse The Bus oder ich liebe The Bus oder so. Bewertet man wirklich mal, wie die Hersteller von The Bus, also TML oder wie es auch heißt, haben The Bus erstellt und andere Firmen so, die ich jetzt im Namen jetzt nicht Bescheid weiß. Ich finde halt für meine Sinne das Spiel wirklich sehr krass. Also auch wenn es in Berlin spielt, ist es einfach immer noch trotzdem die Grafik richtig perfekt. Die Busse, also ich fahre jetzt gerade den Skanal, ich muss auch ein bisschen auf die Route gucken. Skanal oder wie das, wie dieser Bus heißt. Skanal 3D irgendwas. Also mit Renntür. Und mir gefällt halt der Bus, weil der fährt halt auch in Echtheit in Berlin. Der ist auch wirklich komplett echt. Kein Fehler fehlt da. Es gibt schon was sonst kleine Fehler, aber das will ich jetzt hier nicht eingehen. Aber das hier ist alles echt, das würde auch echt sein. Es gibt viele Funktionen, die ich hier am The Bus feiere. Ist halt einfach, ist erstmal die Klimaanlage. Ich weiß, gibt es auch bei anderen Spielern. Aber ihr kennt doch, ich weiß nicht, ob ihr in Berlin wohnt, aber hier oben sind halt diese Decken für die Lüftung Teil hier, also die hier. Und die kann man auch auf und zu machen. Also hier unten. Man kann halt die Lichter, die hier halt ohne Seite sind, also da, da und da, und auch steuern. Man hat mehr Möglichkeiten. Und das Beste, warum ich es auch The Bus feier und mir das kaufe, auch wenn es 30, 40 Euro kostet, ist, man kann dieses Drucker, dieser Gerätteil, über ein Tablet oder über ein anderes Gerät verbinden. Wie was? Das heißt, ich kann jetzt hier Beispiel jetzt mein Tablet, was ich neben mir habe, was halt nicht an ist, Beispiel hier, kann ich jetzt da verbinden, muss halt die Webseite eingeben. Dann komme ich da rein, verbinde mich mit dem Internet, weil das Spiel auch mit dem Internet verbunden ist. So sind wir mit der WLAN-Box. Und dann verbindet es sich und dann kann ich dieses
Drucker neben mein Tablet packen. Also mein Tablet benutzen. Nicht sehr krass, also kein anderes Spiel hat es. Und ja, darum. Und die Grafik ist halt gut. Es gibt halt noch kleine Lags oder Greifswalder kleine Straße, Fehler oder. Ostseestraße. Ja, es gibt schon Fehler halt hier noch, die halt einfach noch behoben sind. Ist, wenn ihr das Spiel startet, steht auch, das Spiel ist nicht 100% draußen, ist noch halt in diesen, kann man Beta noch sagen, in so eine Phase drinne, wo es noch nicht richtig draußen ist, sag ich mal so. Nur noch, die testen halt noch vieles. Ich finde ja auch krass, dass auch neue Busse reinkommen. Zuletzt ist der E-Titaro reinkommen. Finde ich richtig krass, bin ich auch mitgefahren. Also nicht in echt. In echt leider noch nicht, aber im Spiel. Aber warum ich den jetzt diesmal nicht hier benutze, ist halt einfach, weil der E-Titaro die Bremsen. Der Bremsweg ist halt, muss man länger planen. Hier kann ich jetzt einfach, wenn ich jetzt Gas gebe und der bremst hier, sofort bremsen und er bremst schnell. Der Bremsweg von dieses Fahrzeug ist hier kürzer als das E-Titaro. Darum fahre ich das. Und ich fahre gerade auch den Bus, weil es halt auch in Berlin öfter ist. Der Bus ist gefühlt jeden Tag da. So, es gibt auch hier diesen Genal, nee, nicht Genal, hier den Mannbus, nee, was war's, Mann? Mein Mercedes. So, aber dieser Bus ist halt in Berlin einfach der Hauptbus, finde ich. Ja, es gibt auch den Doppeldeckerbus. Das war der erste Bus, glaube ich, der drinne war. Also so sagen eigentlich der Bus hier, also der Signal und der Doppeldeckerbus. Das waren die einzigen beiden Busse, die zuerst erstes Mal da sind. Und ja, dann kam halt der E-Citaro und demnächst kommt noch ein kleiner Bus. Also ich weiß nicht, wie der heißt. Das ist ein ganz kleiner Bus, so vorne ist nur eine Tür, hinten sind zwei Türen, also Beispiel jetzt, dass diese Tür weg ist und nur die beiden. Und ja, der kommt demnächst rein und vielleicht noch locker den der neue Doppeldeckerbus, den ihr auch hier vorne kurz auf dem Bild hier gesehen habt, also genau hier. Der sollte auch demnächst reinkommen, aber der dauert noch lange, also 20 Jahre gefühlt, nein. Ja. Und ja, und das Beste ist noch dazu, ihr müsst denken, das Spiel ist halt noch in Phase 1 oder Phase 2 jetzt gerade. Und bei Phase 3, wie ich es richtig Info habe, kommt auch der Mehrspieler-Modus. Das heißt, dass ich meine Freunde und Freundinnen mitspielen können. Also Beispiel jetzt mein Freund Dennis, der das Spiel auch hat. Kann dann, wenn es rauskommt, dann mit mir spielen. Und darauf freue ich mich schon. Weil dann spielen wir halt Bus. Ja. Jetzt kann man halt solo spielen, also alleine. Später kann man auch noch in einen Job teilarbeiten, also wenn man Unfälle baut, dass auch Geld abgezogen wird in seinem Geldsystem, so wie wenn jetzt bei BVG arbeitet. Gleich mehr so. Ich habe jetzt den Begriff jetzt im Kopf nicht, weil der einfach nicht jetzt gerade im Kopf. Aber ja, das feiere ich. Und man kann später Strecken, Beispiel auch meine, wo bei mir vorne, der M44, den kann ich, würde ich mir später auch selber machen. Da kann man die Strecke selbst machen. Ich hoffe, es kommt irgendwann rein, weil dann kann ich hier die Strecken selber bauen. Michelangelo-Straße. Und so viele, also die Strecke, die ich fahre, die haben die selber erstellt. Die haben halt von Google Maps, glaube ich, lassen geraten, geguckt und versucht, das nachzustellen. Und ja. Und viele, die jetzt das Spiel kaufen, denken so: Hä, warum kostet es auf einmal 30 Euro? Es hat doch 25 Euro gekostet. Kann ich euch sagen, das Spiel wurde auf. Am 17. wurde das Spiel auf 32 Euro gesteigert. Denn das Spiel sollte halt ein bisschen teurer werden. Ist verständlich. Muss ich hier rein? Ja. Und das feiere ich auch, soll auch weiter so bleiben. Also 30 Euro ist halt eigentlich für das Spiel auch zu wenig noch. Würde ich jetzt sagen, 40 Euro wäre perfekt. Wie die auch hier gearbeitet haben. Die haben einfach von Flixbus halt die Autos so kopiert, aber die Busse haben die selber gemacht. Die Stationen haben die selber gemacht.
Muss rein. Und so, ja. Also, ja, was soll ich dazu sagen? Xbox kostet, hat auch 40, 50 Euro gekostet. Und so. Ja. Und jetzt habe ich mir das Spiel auch für 25 Euro gekauft. Genau an diesem Datum, wo mein PC kam, am 12.8. habe ich, war halt Geburtstagfeier. Naja, nicht genau da, aber so am 14. habe ich mir The Basque ungefähr geholt. Ups, ja, sorry. Und da habe ich halt mein Spiel geholt, weil ich habe einen PC bekommen und wollte so drin eigentlich The Basque haben. The Basque war wirklich das einzige Spiel, was ich haben wollte. Da war mir egal, ob andere Spiele wie jetzt Plus Monster 21 oder so. The Basque musste sein. Nein. Und ja, und ich muss ehrlicherweise sagen, ist es wirklich, auch wenn ich oft sage, perfekt Spiel. Das Beste ist, es liegt gerade meine Grafik, also es laggt halt gar nicht. Es gibt kleine Lags, das ist halt normal, das Spiel ist halt nicht, die FPS und so sind halt noch nicht richtig eingestellt und so. Und ja, dann ja, das Spiel gefällt mir. Puh, ja. Was ich auch dazu noch sagen möchte, ist auch zu meinem YouTube-Kanal. Vielleicht fällt es auch euch auf, dass ich jetzt ein bisschen wieder mehr Videos aufgenommen habe, weil mein PC wieder da ist. Das Thema haben wir schon behandelt. Mein PC ist wieder da. Ich bin froh, ich kann zocken und ich kann aufnehmen. Ich versuche auch fast jeden Tag ein Video hochzuladen. Klappt leider nicht wirklich, es klappt jeden dritten, jeden vierten Tag halt, dass ich ein Video aufnehme. Darum tut es mir auch leid, wenn mal ein, zwei Tage keine Videos kommen. Ich muss mir auch erstmal den Kopf machen, was ich als Video mache. Und so, weil dieses mit die Kamera-Video war halt auch einfach so random. Ich habe wollte eigentlich. Eigentlich war die Kamera-Video nicht geplant. Aber weil ich keine Video-Idee hätte, habe ich mir entschlossen, das so aufzunehmen. Denn brauche ich jetzt nicht extra auf YouTube. Wollte mir extra einen Kopf machen und dann. Ja. Habe ich mir einfach entschlossen aufzunehmen. Denn die Geschichte mit der Kamera war so, ich habe die Kamera, die ich davor hatte, das ist eine Logitech von, weiß ich nicht, 720p, vielleicht kann ich mal zeigen, unten die Kamera, da ist die, da fehlt leider die Decke von, ist mir runtergefallen oder ab, irgendwo ist die jetzt, ja, die habe ich früher 2019, 2020 ungefähr, habe ich halt mir die Kamera gekauft mal, also sozusagen mein Vater hat mir gekauft für Zoom. Da war halt die Zeit mit Corona. Viele konnten halt konnten nicht in die Schule, sozusagen wir durften nicht in die Schule und wir haben Zoom. Und ich hatte so einen scheiß Laptop, der keine Kamera hat, aber ein Mikrofon. Okay, und mein Vater hat dann entschlossen, die Kamera zu kaufen, hat 30 Euro gekostet, oder kostet immer noch 30 Euro. Also ungefähr 30 Euro. Und ich, Frühjahr 2020 ist eigentlich auch schon noch zu teuer gewesen für 30 Euro. Weil was sie kann, Mikrofon war perfekt. Die Kamera hat jetzt ja 3 Jahre, sag ich mal, ich sag einfach mal grob 3 Jahre jetzt gehalten. Also wirklich 3 Jahre hat sie jetzt gehalten. Das einzige war das mit die Grafik, also die Pixel, also 720p ist halt nicht viel. Es ist halt nur so wenig. Und für die Zeit ist schon 1080 perfekt. Zeit für 2020 auf jeden Fall perfekt. Diese Zeit jetzt auch, sag ich mal noch. Aber ja, da war halt mir egal, ich brauchte einfach eine Kamera, dass die Leute mich sehen können und so. Habe ich auch bekommen. Fand ich auch gut, hab mich auch gefreut. Wie das dieses Corona halt, diese Zoom, bla bla. Und dann gab es dann wieder Schulzeit, dass ich in die Schule konnte, war halt normal wieder. Dann habe ich Kamera weniger gebraucht und dann habe ich meinen Laptop gehabt, habe dann mit Freunden über Discord gezoomt, also telefoniert über Kamera. Oder mit meinem Freund Yassin habe ich auch ein bisschen oft mal über Zoom einfach so telefoniert, weil ja Corona. Und ja. Und da hat die Kamera noch funktioniert. Es war schon früher mir aufgefallen, dass die Kamera so ein Kabelbruch irgendwo hat, dass die ganze Zeit kurz ausgeht oder so. Oder wenn die
so lange an ist, dass sie ja ausgeht. Mir auch schon aufgefallen. Aber die war nicht so schlimm. Dann genau so vor ein paar Tagen, 3, 4 Tagen, ja, sagen wir 3, wollte ich mit ein paar Freunden über Discord wieder telefonieren, so sagen, eigentlich Kamera einfach nur an. Wollte halt einfach ein bisschen so wie jetzt rein. Und da ist mir ganz aufgefallen, die Kamera geht einfach aus. Das hat mich genervt. Hab versucht, so viel 20 Mal ist sie ausgegangen, habe versucht gerade zu machen, ging nicht. Hab die Kamera umgedreht, also einmal so Kreis gedreht, das Kabel vielleicht, weiß ich, ging auch nicht. Hab das Kamera umgedreht und so, nein, ging gar nichts. Sind wir irgendwann ausgegangen. Oh, wirklich. Und das hat mich halt genervt. Und ich habe halt noch ein bisschen Geld gehabt. So sage ich halt noch viel. Und habe mir entschlossen, mir eine neue Kamera zu kaufen. So sagen, zu bestellen. Hab mir dann bei Amazon geguckt. Hab erstmal geguckt, so 1080p. Dann habe ich meine Kamera wieder gefunden. In eine neuere Zeitform der Kamera habe ich gesehen. Die hat immer noch 720p, aber kostet trotzdem 30 Euro. Hat aber nur anderes Plastik vielleicht und vielleicht noch ein besseres Mikrofon. Und mir war das Mikrofon egal, weil ich habe hier unten mir für 30 Euro, weiß ich jetzt auch nicht, habe ich mir so ein Mikrofon gekauft, wo ich auch glücklich bin, weil es ist nicht scheiße. Und ich brauche halt für meine Kamera einfach kein Mikrofon. Wäre mir auch nicht schlimm, wenn die Kamera, die ich jetzt hier habe, auch das Mikrofon kacke ist, was er halt ist. Aber ist jetzt nicht schlimm. Und habe mir halt bestellt, kam so 2 Tage später an. Mich gefreut, habe ich ausgebaut und dann halt überlegt, komm, muss ich keine Videoidee machen, muss einfach nur aufpacken, muss erklären, was die Kamera macht und dann, ja, habe ein Video, ist auch an euch gut angekommen, finde ich jetzt, und das hat mich auch gefreut, muss ich mal ehrlich zugeben. Ich werde mal gucken, wenn ich mal mir mal was bestelle, dass ich mal mit euch aufmache. Jetzt habe ich jetzt nichts mehr bestellt. Das letzte war halt meine PC-Lifters und meine PC-Paste, die Kühlpaste, wo ich auch ein Video getan habe. Das waren die letzten Bestellungen. Oder komplett letzte war jetzt Kamera. Und den nächsten muss man gucken. Ja, habe ich aufgenommen, halt, hatte Spaß gehabt, habe nur geschnitten sofort und am nächsten Tag hochgeschickt. Und das halt Video. Und demnächst muss ich mal überlegen, wieder was ich aufnehme. Diesmal habe ich jetzt darum. Der Bass ist halt meine Notlösung, wenn ich wirklich keinen Plan habe, auf keinen Plan, was ich jetzt aufnehmen soll. Weil Windows kann jetzt auch nicht jede Kacke 1000 Mal wiederholen. Letztes Mal mit, warum sollte man Windows installieren? Das war halt fast das letzte Mal. Kommt vielleicht noch irgendwann mal noch eins von mir. Aber erstmal, da reicht es erstmal. Und wenn neue Windows Updates ist, kommt auch ein neues Video. Das muss ich auch erstmal warten, bis Windows wieder ein paar neue Updates rauszieht. Erstmal haben die erstmal noch keine. Also habe ich noch keine gesehen. Und ja, also viele denken ja, wie Windows Updates. Es gibt ja fast jede Woche ein Update. Nicht so ein, das ist halt nur für Windows Schutz. So Virusschutz oder kleine Bugs, die so behoben werden. Und das will ich jetzt nicht auf jedes Video machen. Das ist für euch langweilig vielleicht auch. Ja, kann ich das nicht. Demnächst war auch mein Plan, meine Kamera, die ich jetzt hier unten haben, aufzumachen. Versuchen, nicht kaputt zu machen. Weil die Kamera. Ah, ich kann jetzt auch nicht sagen, die funktioniert jetzt wieder. Weil die kann man für Not benutzen halt. Ja. Ich muss mal gucken, halt, aber ich muss halt mal gucken, ob man die aufmachen kann, ohne dass es kaputt geht. Aber ich glaube, man kann die, ohne dass es kaputt geht, aufmachen. Dann werde ich das mal machen, ein Video machen. Ich hoffe, das Video geht lang. Dass sie auch was zu sich schauen haben. Ich weiß, viele gucken vielleicht das nicht. Viele wollen lieber Games, wie Beispiel jetzt The Bus oder Fortnite. Aber Fortnite wird auf meinem YouTube-Kanal nicht mehr passieren. Weil ich wirklich Fortnite auf meinem Kanal nicht mehr gut finde. Ich bin halt mehr auf Technik-Art und Fortnite passt nicht. The Bus ist halt nur eine Not. Videos und das ist halt kein Spiel, wo viele haten und so, und ich wäre jetzt auch nicht als FN-Kiddy beleidigt, auch wenn ich Fortnite nicht aktiv zocke, mir kein Geld mehr ausgebe. Und ja, ich habe kein Problem, wenn mein Fortnite zockt oder so, das ist mir eigentlich schnurzegal, aber Geld ausgeben ist auch mir schnurzegal, wenn es nicht übertreibt.
ich bereue es, dass ich früher viel Geld ausgegeben habe für Fortnite und hätte jetzt eigentlich was Besseres geholt, aber so war ich halt früher. Ja. Nee, darum. Ich spiele halt auch bei meinen Streams, habe ich auch mal ein bisschen Fortnite gespielt wieder. Heute habe ich wieder Fortnite ein bisschen gespielt, weil Update war. Mal gucken, was drauf ist. Ich lade mir die Updates runter, aber nur zu gucken, ob da Updates ist. Ich spiele halt auch manchmal so Fortnite, einfach wenn langweilig ist, wenn kein Bock, wenn kein Freund da ist oder so. Oder wenn Freunde da sind, aber kein Bock auf mich haben. Dann, wie soll ich sagen, hab ich ein kleines. Ja. Ja, als Video will ich es auch nicht machen, so, ich weiß nicht, es wird bei meinem Content nicht mehr passen. Mein letztes Video war halt dieses, ein Fortnite-Video halt, wo ich Fortnite deinstalliert habe und dann, ja, wird halt nicht mehr passen. Ja. Ja, das war halt auch was. Warte kurz, ich öffne gerade auch meinen YouTube-Kanal. Ja, ich sehe auch gerade hier, Windows-Speicher, so, dann sehe ich auch hier, das letzte Video, ich als Busfahrer baue, was? Ich als Busfahrer baue nie Unfälle. M90. Ja, da habe ich halt mit den E-Gitarre gefahren. Und ja, dann, was ich ein bisschen komisch finde, was ich ja nicht schade finde, das will ich jetzt nicht so sagen. Das ist halt eure, wenn ihr Bock habt auf das Video, dann habt ihr Bock. Ist halt auf diese PC-Kühl-Video. Ich habe mich so richtig extra schlau gemacht für das Video. Seht ihr jetzt, wie das heißt, kann ich jetzt euch nicht so richtig sagen, weil ich es jetzt nicht mehr, weil ich es jetzt geschlossen habe. Heißt irgendwas, wie man sein PC am besten kühlen kann oder irgendwas mit Kühlung. Da sieht man einmal die PC-Paste oder wie viele sagen Kühlpaste. Dann halt mein PC mit Lüfter. Da habe ich euch erzählt, wie man seinen PC am besten abkühlt. Wo ich mein PC gekauft habe, hatte ich nur einen Lüfter, die warme Luft rausgepustet hat. Das Rest würde ich jetzt sagen, Grafikkarte zählt halt nicht als Lüfter, das ist halt nur für die Grafikkarte. Die CPU wird bei mir jetzt auch nicht als Lüfter beachtet, weil. Nee, die zieht halt keine Luft ein, die ist halt für die CPU halt nur da. Und meinen Einlüfter, der hinten von HP ist, den habe ich auch hier irgendwo unten. Der ist halt gut gewesen, aber er war zu laut. Wenn ihr jetzt hier Flugzeug PS4 hätte, dann hätte ich gesagt, das ist eine PS4. Und dann habe ich mir entschlossen, mir halt ein, zwei Lüfter zu bestellen. Ich muss nächstes Mal ein bisschen mehr besser aufpassen. Weil ich habe mir zwei Lüfter, eigentlich so drei bestellt. Mit LEDs, seht ihr vielleicht hier unten eine. Und ich habe kein Problem mit die. Also sie sind gut, leuchten, machen ein bisschen Luft. Aber mir ist aufgefallen, den einen Lüfter da, der HP-Lüfter, der ganz hinten war, der ist halt ein bisschen kleiner. Die zwei, die da waren, ihr müsst euch vorstellen, die passen gut. Der eine hier unten, den ihr auch hier unten seht, der passt gerade perfekt hin. Ich muss einfach nur ein kleines Kabel irgendwie ein bisschen wegschieben, sag ich mal so. In der oben, den ihr halt hier nicht seht, der ist hier ganz oben, der die Luft auch reinpustet. Ich weiß, es ist eigentlich ein Fehler, man sollte eigentlich die warme Luft schenken oben, aber die pustet oben ein. Da, dann ist halt auch mein PC halt ein bisschen kühler. Der ist halt mit so einer Platte, ich finde ihn ein bisschen komisch. Ihr müsst euch vorstellen, da gab es eine Metallplatte, wo man, davor war die halt dran, da war halt kein Lüfter dran, die war oben zu. Da waren halt nur so kleine Plusse. Und das war zu halt. Die war halt auch mit einer Schraube fest. Und ja, man muss jetzt aufschrauben, also rausschrauben. Dann kam so ein Metallteil raus. Und mit diesem Metallteil kann man einen Lüfter hinfüllen. Ich dachte erstmal so, weil das halt oben zu war und mit so einer. Habe ich jetzt hier die Dinger hier? Habe ich das Beispiel jetzt nicht mehr hier? Ah, nee. Hier. Die waren hier dran. Sind so eine sind halt so eine von dem, was da halt dran war. Und die musste man ausbrechen erstmal, raus, also nicht einfach rausdrücken. Und dann kam die raus. Und dann jetzt zieht der PC jetzt besser Luft rein. Finde ich auch besser. Und es ist Kühlung jetzt besser.
vorher hat, war die Kühlung halt nicht so gut, muss ich ehrlicherweise sagen. Da war halt schon der PC meistens immer auf 80 Grad. Wenn ich ein Spiel habe, gehabt habe, der Bass war eigentlich meistens auch immer auf 90, was halt nicht gut ist. Und das war halt ein Fehler. Ich habe mir auch gerade überlegt, ich muss was tun dafür, will den PC nicht später kaputt haben. Da habe ich halt mir die Lüfter bestellt, habe die reingemacht, alles fein. Ich hatte überlegt, ob ich meinen hinten, den von HP, den Lüfter, der drin war. Eigentlich sollte man das halt nicht tun, weil ich habe da noch 2 Jahre Garantie drauf. Hinten war halt dieser Lüfter dran, der war extrem laut. Aber er hat das, was er getan hat, weil das, was er tun muss, hat er getan. Also die warme Luft auszupusten. Ich habe mir überlegt, dass ich mir einen fetten Lüfter ranmache. Aber dann ist mir aufgefallen, wenn ich ihn ranmache, der ist halt nicht so wie der hier. Der ist halt ein bisschen kleiner. Der, den ich habe, der ist größer und hat aber LEDs. Und ich wollte halt ein bisschen PC mit LEDs haben. Und dann habe ich halt die angeschlossen, habe das hinten ran gemacht. Der eine Lüfter, der ist halt auf eine Schraube. Der ist auf eine Schraube fest. Ich habe ihn festgemacht. Der kann nicht umfallen. Der stellt halt auch fast kein Kabel. Es gibt halt ein Kabel, was halt ein bisschen kack ist. Das ist für den Mainboard halt. Nein, nicht Mainboard. Das ist halt für die Datenträger. Sorry. Das Kabel, das ist so ein viereckig. Glaube ich, ist das. Und das stört da halt ein bisschen. Aber es passt gerade. Es ist halt Millimeterarbeit da. Wirklich Millimeterarbeit ist das da. Der ist halt ein bisschen so, also wenn hier diese eine Wand ist und das der Lüfter ist, ist er halt ein bisschen so schief. Aber er tut das, was er auch tun sollte. Er pustet halt die warme Luft raus, wie beispielsweise jetzt bei der Boss. Und deswegen, weil er größer ist, kann er mehr warme Luft rauspusten. Und so, auch wenn das ein bisschen komisch aussieht, weil da ist die Blende von diesem Mainboard, dort wo HDMI, WLAN-Karte und LAN. Wo LAN-Kabel und USB so alles dran ist. Das ist halt ein bisschen da im Weg. Aber der pustet auf jeden Fall, wenn ich hinten anfasse, warme Luft raus. Auch viel. Ich fühle wirklich warm. Und ich weiß, es ist ein Fehler, was ich gemacht habe. Das sollte man halt nicht tun. Halt, mein PC saugt von oben die Luft ein und pustet die auch eine Seite und unten raus. Ich weiß, viele werden mich jetzt hier anmeckern und sagen, bist du dumm, bist du auf den Kopf gefallen. Auf einer Seite ist schon richtig, dass er oben Luft einzieht. Ist nicht richtig, aber bringt was. Aber dass unten, dass die warme Luft rauskommt, ist halt gar nicht schlau. Muss sagen, gar nicht. Weiß ich. Ich weiß, aber irgendwie mit das verdient, bekommt der PC weniger Luft, mehr Luft. So sagen, die warme Luft wird weg, geht besser weg. Um sagen, wird auch ein bisschen kälter sein als bevor. Wenn ich es andersrum mache, dann ist halt ein bisschen wärmer drin, ne? Das will ich halt nicht. Der PC hat leider vorne keinen Lüfter, also vorne, wo eigentlich vorne halt. Oh, jetzt lächelt es halt ein bisschen krass. Hat er leider nicht. Der hat halt nur vorne eine Platte, da steht eigentlich nur Omen. Dann ist unten so ein Sticker mit AMD, bla bla, und dann oben so ein kleines LED-Bild von ja, und das war's. Die Seite hat dann nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Löcher Luft, weil Lüfter, wo er Luft bekommt, die sind halt nur so dick, halt mal maximal. Dann hat er halt einfach oben ein Loch, wo er Luft bekommt, und unten halt. Unten ist halt für eigentlich, sollte man da die Luft einsaugen. Aber das wird bei mir nicht bringen, weil der wird nicht so viel Luft rein, in die Gehäuse bringen. Der macht lieber die Luft raus, sage ich mal lieber. Der hier oben, der zieht die Luft rein, passiert auch, ist perfekt. Der kühlt halt die Grafikkarte von oben ab. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, hier oben, dort wo diese Technik, die kühlt halt ein bisschen besser ab. Und die CPU halt ein bisschen besser. Finde ich auch gut. Weil die Grafikkarte, ich weiß nicht, warum die so behindert gemacht hat. Die Grafikkarte zieht halt von unten, also hier unten, die Luft ein, wird da bearbeitet und pustet dann hier wieder die Luft raus, also zu den Gehäuse rein, drinne. Und die Grafikkarte wird auch halt heiß. Und die heiße Luft kommt halt
in die Gehäuse rein. Und das bringt halt nicht. Hätten die es halt einfach so gemacht, dass die warme Luft halt rauskommt hinten. Ist mir egal, ob das im Sommer oder so. Aber dass einfach hinten die warme Luft rauskommt, haben die halt nicht so richtig mit der Grafikkarte geschafft. Bin ich falsch gefahren gerade? Hast nicht beachtet. Nee, ich bin richtig gefahren, oder? Ja, doch, ich bin falsch gefahren. Ups. Wir machen kurz Augen zu, ich fahre einfach kurz. Ja, komm. Ach, man jetzt kurz nicht als Busfahrer, aber ich habe jetzt die Sonderberechtigung. So. Ja, und er pustet halt die Luft raus, oben und unten, also drum sagen, hinten und unten. Ist halt nicht schlau, wie ich gesagt habe, macht es lieber nicht. Wenn ihr vorne das Glück habt, dass von euch vorne im Gehäuse Luft einsaugen kann, dann macht das es so, dass vorne Luft reinzieht und hinten raus. Und meistens auch oben ein Lüfter, der die warme Luft rauspustet. Würde auch lohnt, weil dann ist weniger warme Luft drin, aber. Hört ihn. Ding ist, der PC ist auf jeden Fall, wenn ich spiele, laut. Dann hört ihn auf jeden Fall schon. Aber wenn ich Kopfhörer anhabe, dann hört man ihn halt nicht. Also ich höre ihn halt jetzt nur nicht. Aber wenn ich jetzt Kopfhörer abnehme, ne, höre ich ihn. Der eine Lüfter ist auf 100 auf jeden Fall. Der andere ist halt auf, ja, auf schönen Modus. Aber ich muss mir halt auch noch so ein Kabel bestellen für diese Lüfteranschlüsse. Diese, ich weiß den Namen nicht. Diese Lüfteranschlüsse. Die 4-Pin-Schall brauche ich halt. Dass ich noch, ja, eigentlich brauche ich das jetzt nicht, aber ich will halt vielleicht noch den Einlüfter, den von HP, vielleicht noch anschließen. Weiß ich, ob das sich lohnt. Muss ich auch überlegen. Ich habe erstmal den Einlüfter halt da so gelassen. So. Jetzt hat der PC ein bisschen mehr LEDs und nein, das ist wird. Das Video geht schon 32 Minuten. Also heißt es, es geht bald auch am Ende. Ich weiß nicht, jede Route geht halt 40 Minuten bis 50 Minuten. Außer ich habe jetzt Verspätung wie jetzt. Muss mich ein bisschen beeilen. Hoffe, dass halt jetzt was geht. Ja. Ja. Schreibt mir wirklich mal einen Kommentar, wie ihr halt dieses der Bosch findet. Ob ich halt auch mehr von das machen sollte. Also wirklich mehr von das. Ob ich da reden sollte oder lieber, sag ich mal ehrlicherweise sagen, Klapp halten sollte. Na, egal. Mir ist halt nur wichtig, dass es halt wichtig ist, dass ihr, was ihr lieber habt. So. Also die Leitstellen gibt es halt noch, ich glaube. Das ist die letzte Haltestelle, ja, glaube ich schon. Ja. Ja, in der Zeit. Oder ja. Ja, halt, letzte Haltestelle. Ja, dann heißt es. Wir können. Ja, der Zeitstand. So. Ja. Ich schon. Ja, komm. Ja. Für Reserve kommt, schaffe ich noch. Wird er jetzt hier nicht schon. Was ich mich halt jetzt nur hoffe bei der Boss ist, man kann halt hier so eine Werbung drauf machen. Also so eine Werbung beispielsweise mit Sparkasse, der West-Berliner Sparkasse. Und man kann auch einige machen oder sozusagen erstellen. Und ich habe versucht erstmal eins selber zu erstellen, aber wie schwer das ist, Digga. Also wirklich. Man denkt vielleicht, okay, das Einfache ist halt einfach eine App installieren. Okay, habe ich getan. Dann ein Bild hinzufügen, hat man auch gemacht. So. Das war halt nicht schwer. Halt runterzuladen, versucht das Richtige, ja, alles auffallen. Aber da muss man halt einen Code schreiben und dann muss man das tun, dann muss das. Ey, das ist halt
Nee, Ammann halt nicht. Das ist halt zu schwer. Da muss ich erstmal. Ich brauche erstmal ein YouTube-Video, dass ich wirklich Bescheid weiß, wie es geht. Und dann, ja. Okay, langsam müssen wir halt das Video auch beenden, weil es geht gleich 40 Minuten. Wir fahren jetzt halt schnell noch zu der Haltestelle, das letzte. Und dann beende ich halt erstmal das Video. Schön, dass ihr drin wart. Dann bis dann. Ciao, Leute.